Hermes ist ein Lebensretter auf vier Pfoten. Diese Spürnase ist Teil der Rettungshundestaffel des Arbeiter-Samariter-Bundes und gerade auf der Suche nach einem verletzten Menschen. Die Flächenhunde, das sind Hunde, die arbeiten frei, laufen sozusagen in Spiralen ein Waldgebiet ab. Die nehmen die menschliche Witterung auf und arbeiten sich dann zu der Person vor und bellen. Und der Mantrailer hingegen, das ist die Art und Weise, die mein Hermes hat, der kriegt einen Geruchsartikel von einer bestimmten Person und sucht diese Spur dann an der langen Leine, arbeitet der die aus. Zusammen mit sechs anderen Hunden musste er bei einem medizinischen Auffrischungskurs zeigen, was er drauf hat. Aber nicht nur er. Ein Hund in der Ausbildung braucht ungefähr 1,5 bis 2 Jahre, bis er einsatzfähig ist, eben bis dann eben alle Grundlagen geschaffen sind. Der Mensch als Hundeführer dazu muss sich ganz extrem fortbilden und dauerhaft eigentlich fortbilden, braucht als medizinische Ausbildung einen Grundlehrgang, einen notfallmedizinischen, der dauert 7 Tage. Jährlich gibt es einen Auffrischungskurs. Zudem müssen sich alle Hundeführer mit GPS, Karte und Kompass auskennen. Trotzdem sind menschliche Fähigkeiten begrenzt. Oft hilft die Nase eines Hundes aus. Ein ausgebildetes Rettungshundeteam ersetzt ca. 50 Menschen einer Suchkette. Also ich habe kleine Suchspiele mit ihm einfach privat angefangen, dass ihm das halt wahnsinnig viel Spaß macht und auch mir Spaß macht. Und das sind natürlich ganz gute Voraussetzungen, um sich zu überlegen, ob das eine geeignete Arbeit wäre. Aber der Hund sollte eben auch nicht so unsicher sein, kein Problem mit fremden Menschen haben, sich gerne bewegen. Alle Staffelmitglieder sind ehrenamtlich tätig und zusammen mit ihren Hunden fit für den nächsten Einsatz.